Mittwoch, 29.11.2017, 14.17 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback kommentieren IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.AD, Brandet-Schandl-Teaser, die deutsche Wirtschaft bleibt ein Jobmotor. Im November hätten Betriebe so viele Arbeitskräfte gesucht wie selten zuvor, geht aus dem Mittwoch veröffentlichten Stellenindex BAX der Bundesagentur für Arbeit, BA, hervor. IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.AD, Outstream, IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.AD, Mitte-1, der seit 2005 bestehende BAX stieg mit 249 Punkten auf einen neuen Höchststand. Er lag damit um 3 Punkte über dem bisherigen Rekord vom Vormonat und 27 Punkte höher als vor einem Jahr. Die Rekordjagd des Index dauert damit nun schon gut 3 Jahre an. Nach Bundesagenturerkenntnissen gab es zuletzt besonders viele freie Stellen im Handel und der Industrie, vor allem in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie. Jede fünfte der Bundesagentur gemeldeten freien Stellen stammen aus diesen Branchen. Mit einem Plus von 37% im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der offenen Stellen bei qualifizierten Unternehmensdienstleistungen am stärksten gewachsen. Dazu gehören unter anderem Unternehmensberater, Werbeagenturen, Architekten, Makler und IT-Dienstleister. Die Zahl der angebotenen Jobs in der Informations- und Kommunikationsbranche lag um 25% über dem Vorjahresniveau. Vom Jobboom profitieren immer mehr Arbeitslose. Für November rechnen Volkswirte noch einmal mit leicht sinkenden Arbeitslosenzahlen. Nach ihren Berechnungen waren im zu Ende gehenden Monat knapp 2,38 Millionen Männer und Frauen arbeitslos. Das wären rund 10.000 weniger als im Oktober und gut 150.000 weniger als vor einem Jahr. Mit dem Ende des kräftigen Herbstaufschwungs herrsche auf dem Arbeitsmarkt inzwischen etwas weniger Bewegung, erklären die Fachleute. Die offiziellen Arbeitslosenzahlen für November will die Bundesagentur am Donnerstag bekannt geben. IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.AD, Mitte-3, darin wird sich nach Einschätzung der Experten die robuste Konjunktur trotzdem niederschlagen. Zum Jahresende sind die Aussichten für Beschäftigte und Arbeitssuchende so gut wie lange nicht mehr. Die Auftragslage der deutschen Wirtschaft ist exzellent, die Kapazitäten werden ausgeweitet, meint etwa der Chefvolkswirt der KfW-Bankengruppe, Jörg Zäuner. Vielen Firmen bereite das allerdings zunehmend Kopfzerbrechen. 100 Tage braucht ein deutsches Unternehmen heute im Schnitt, um eine neue Stelle zu besetzen, doppelt so lange wie 2010, sagt Zäuner. Abgemildert werde das Problem von gut ausgebildeten Zuwanderern. Gelassen sehen die Volkswirte die Hängepartie bei der Regierungsbildung. Derzeit sei die Konjunktur so robust, dass die etwas unsichere politische Lage in Berlin wohl nicht als Wachstumsbremse wirkt. In mehreren deutschen Geldhäusern steht die Anhebung der Wachstumsprognose für 2018 kurz bevor. Erste Institute haben die Latte bereits hochgesetzt. So rechnet die Allianz für 2018 mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 2,3%. Wie Volkswirt Rolf Schneider sagte, auch die OECD hatte die Konjunkturprognosen drastisch herausgesetzt.